Dann hat es ja nicht funktioniert. Ja, ich habe mir gerade gedacht, mal kicken wir mal, ob keiner kickt. Auf jeden Fall geht es jetzt schon mal schneller hier in die Vorschau rein. Das ist ja auch schon mal gut. Und wir haben immer noch schlecht. Das ist immer dasselbe. Ja, bis sich ihr überhaupt irgendwas getan hat. Ach ja. Hauptsache, die wollen immer alles übersetzen. Das ist immer das Wichtigste. Ne? Tja. So, bis ich das so eingerenkt habe, ne? War doch ein Päuschen, ne? War doch ein kleines Erhöhlungspäuschen. So. Nicht aus meinem hochwertigen Fleischangebot. Also, was habe ich denn überhaupt vor? Was haben wir denn überhaupt vor heute? Wir wollen mal gucken bei Verschiedenes. Lotta, wie ist da links da? Was ist das denn? Ja, was wollen die denn von mir hier? Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir... Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Ja, danke für die... Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Ja, das ist auch gut so. So, den ersten Auftrag haben wir gleich erledigt. Jetzt kümmern wir uns um den Gülden. Gülden, oh, wir wollen mal ein bisschen Verschiedenes machen hier, weil... Hallo, Kind von Kühnarhet. Der Gülden Grünbaum, ja. Ist nicht gerade eine Wohltat für die Augen. Das ist für die Pilger ein größeres Problem als für mich. Aber von denen verirren sich eh nicht mehr viele her. Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Hallöchen, Tag, grüß dich. Selbst sein Name ist ein Echo. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Ja, und ich erst. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Ahnenschimmer ist älter als Metall. Alles fit, er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Ja, das ist Utub, ne? Hi Tim, grüß dich. Ja, selbst alles fit, alles super fit. Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Ja, klasse, da kannst du auch alleine hingehen. Da bin ich noch zu schwach zu. Mein kleiner Manneken hier. Ich wollte gar nicht speichern, ey. Ich wollte... Das machen wir, den Segen der Natur machen wir später. Erkunde den Feuerschleierhügel, besuche den Schrein von Azura. Finde armes Familienschwert. Da komm, wir gucken mal, ob wir da nicht zufällig.
Wo sollten wir denn da? Irgendwo müssen wir da noch hin, ne? Da müssen wir irgendwo hin, ja, da. Da müssen wir hin. Ah. Internet sagt ja, supi. Das Internet sagt ja, supi. Wieso sagt das Internet ja, supi? Gut, da wir ja uns ein bisschen leveln müssen, muss ich das Stück dahin zu Fuß wieder gehen, ne? Damit ich möglichst viel nicht noch ein paar Viecher erwische. Sollte ich das wirklich machen? Seid ihr Brot und Eintopf leid? Hattet ihr Fisch? Aber vorher werde ich noch schnell was verzaubern, um das weiter zu leveln. Habe ich überhaupt was zu verzaubern? Shit, egal, irgendwas wird sich doch finden, oder? Goldene Halskette. Ja, Rubinenhalskette. Was haben wir denn? Ring des geringen Schlossknackens? Den müsste ich ja auch nicht haben, ne? Das ist ja auch Quatsch. Ich brauche hier Magie. Magie muss ich haben. Magie ist wichtig. Warum habe ich die eigentlich nicht um? 25% faster. Nehmen wir 25% faster. Ah, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was verzaubern. Das hilft ja alles nichts. Ja, habe ich. Da habe ich. Aber die sind schon groß. Ach so, okay. Ja, ich hatte gerade, er hat zwar wieder mit schlecht angefangen, warum auch immer der das macht. Aber jetzt steht hier gut. Der Start, es steht da genau. Ich zitiere. Der Status ist einwandfrei. Ich muss hier einfach immer noch ein bisschen rumzaubern, damit ich meine Talente nach oben bringe hier. Mist. Gegenstand verzaubern. Ich brauche das halt. Ich brauche im Prinzip nur. Oh, ja. Also über 20. Beschwörung und Magikergeneration verstärken. Oh, es piepst in meiner. Ich muss mal eben mein Handy ausmachen. Ich habe das in der Tasche. Verdammt nochmal. Ich habe mich wieder nicht dran gedacht. Es dröhnt. So. Magika Regeneration. Das ist Illusion. Ja, die Kinder. Über 20. Nicht über 20 Kinder. Sind über 20 Jahre alt. Ich bin ja selbst auch schon. Ich bin normalerweise, liege ich schon so. Ja. Es sind die letzten Zuckungen, die du hier siehst. Jawohl. Und den Ring können wir auch noch verzaubern. Ich habe ja noch ein bisschen was. Alles egal. Ich kann erstmal nur herstellen. Jetzt habe ich wieder den Zwerg da hinten dran. Wo steht der denn? Irgendwo singt hier einer. Wo singt der denn? Der hat er sich versteckt oder was? Hallo? So, ich muss jetzt. Ja, also wenn du meinen Kanal angeguckt hast, spiele ich an sich täglich. Viel ist ja immer relativ. Sagen wir mal so, so wie es die Zeit und der Spaß es zulässt. Wenn es zum Stress wird,
oder was anderes drunter leidet, muss ich das leider immer lassen. Das ist auch besser so. Alles wohl dosiert. Hoffe ich, dass ich das hinkriege. So, Gott sei Dank. Weißt du, was das Schöne ist, was ich jetzt hier bei diesem Spiel, was ich ja neu angefangen habe, ist das Schöne, ich laufe durch Weißlauf und keiner schreit, hallo Papa, weil ich noch keine Kinder habe und keine Frau habe. Folglich geht's jetzt erstmal wieder Objekte, so Bekleidung, jetzt tun wir uns hier mal den Ring an. Was soll die sagen? Also, wenn sie der Meinung ist, dass wir zu viel, dann meckert sie. Das ist doch normal. Aber im Prinzip glaube ich, dass es ganz gut findet. Achso, die hätte ich ja auch noch verzaubern können. Ich tüdel, ne? Das muss ich noch mal eben machen. Ich werde die zwar nachher wieder loswerden, aber damit mache ich mir das Leben, glaube ich, ein bisschen leichter, wenn ich mir jetzt noch mal... Wie viel Geld habe ich denn hier überhaupt? 3000 Gold. Ja, da kann ich mir zwei große Seelensteine kaufen. Ich brauche noch, als Magier kann ich doch mit einem Dolch noch rumlaufen, ne? Monitor. Monitor, Monitor. TV ist mir zu groß. Aber es ist schöner zu spielen so. Weil man nicht so abgelenkt ist. So, wo ist denn der andere, der Magier-Fuzzi hier? Ach, da sitzt er. Komm, ich kauf dir was ab, Freund. Besucht ihr die Drachenfest? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, es wird euch gefallen. Ja, ja. Hi, Game. Zocken, Junge. Na gut, wenn du das sagst. Gewöhnliche, große Seele. Mit mächtiger Seele. Aber die will ich dafür nicht, weil ich will nur eine große Seele haben. Eins, zwei, kaufe ich. Oh, da habe ich gleich die Redekunst auch noch mit. Gucken, was hat der sonst noch so? Na, diese Rollen habe ich noch nie benutzt. Telekinese. Guck mal, was der hier alles hat, ne? Da bist du wahnsinnig bei, ne? Das ist von diesem Dings-Mod, von diesem Zauber-Mod, weißt du? Ich habe den ja installiert, aber den habe ich nicht wieder rausgenommen, so wie das aussieht. Da kannst du sogar die Skeva da mit alle platt machen. Ja, habe ich auch da. Habe ich auf PS3 habe ich das auch durchgespielt schon mal. Aber ich fand's so gut und das war hier im Angebot. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, mache ich nächste Woche. Ich versuche aber erstmal, ob ich noch etwas bessere leichte Rüstung zu kaufen kriege, ne? Boah, ich kann mich immer nicht entscheiden. Das ist immer das Böse dabei. Ja. Ja. Und als
Mensch, da sagtet ihr, lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen, der aus dem Norden kommt. Ja, das stimmt schon, ne? Oft ist es ja leider, dass die Leute vor Langeweile umkommen, ne? Oder weil sie nicht mehr gebraucht werden oder keine Aufgaben mehr haben. Ich werde nicht gebraucht, habe aber auch eine Aufgabe. Guck mal, ich bin auch so am Anfang, dass das noch angezeigt wird. Ist cool, oder? Ich bin der einzige Magier, der hier Sachen schmelzen kann. Das verkaufe ich nämlich. War meinens. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja, wo bist du denn? Wo stehst du denn, Mädchen? Wo ist sie denn? Hast du sie gesehen? Warum reden die Leute immer mit mir und sind nicht da? Ist bestimmt hier oben, oder? Oder ist gerade rausgegangen? Da sitzt die, guck. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Die besten Waffen und Rüstungen. Mal gucken, ob die ein bisschen bessere, leichte Kleidung hat. Als diese 8, die ich habe. 10. Siehst du, 10 ist schon mal ein bisschen besser. Rüstung brauche ich nicht. Ich brauche entweder Schuhe. Da habe ich immer. Schuhe oder ist nichts dabei? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Naja. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Ja, da muss ich auch noch hin. Bleibt auf der Hut. Achso, ich wollte meine Dinger verkaufen. Oh, willkommen in. Hast du Angst, dass ich deine Frau verführe oder so was? So ziemlich alles, ach, was ihr braucht. Ah, der Ufbert war Bär. Warbär. Bier. Kämpfer. So, der hat natürlich nicht schwere Rüstung. Leichte Rüstung nur auf 10. Ne? Also ich muss nachher eh zum Schmieden kommen, um die zu verbessern. Gut, achso. Ich verkaufe dem jetzt erstmal meine Eisenbahn. Oder? Soll ich das aufbewahren hier alles? Ach, guck mal, ich habe so viel Wolfspelz, ne? Was machen wir denn jetzt? Oh, ich müsste die Rohstoffe vielleicht einlagern. Ich werde die Rohstoffe. Nee, ich werde sie. Ich verkaufe den Klingen ersten. Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Ich finde die noch genug. Erstmal was verkaufen, damit ich mal Geld habe hier. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, mit mir auch. Achso, er meinte ja mich. Was? So. Was? Oh, jetzt gehe ich mal der Sache hier nach. Ich wandere mal durch Himmelsrand. Unerkannt durchs Himmelsrand. Okay. Finde ich auch. Wunderbar. Kann ich nicht lesen. Leider. Es tut mir echt leid, aber ich kann es nicht lesen.
So, wer bist du? Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der... Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Na dann, zurück an die Arbeit. Ach, jetzt habe ich mein Weizen erfährt. Okay, alles klar. Ja, ich komme da sowieso gleich wieder an dem Feld vorbei. Wer bist du? Also, es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Es liegt Frost in der Luft, Leute. Okay. Bisschen spacig da oben, ne? Die gucken mich auch an. Ah. Ups. Tschu. Gehen hier hinten über die Furt. Wir gehen nicht über die Brücke. Wir ziehen keine 4000 Euros ein. Aber wir nehmen Glühwürmchen mit. Huch. Feldwürmchen oder was sind das? Fackelwürmchen. Guck mal, Fackelwürmchen heißen die Dinger. Hier ist eine kleine Fort, da können wir rüber. Lehmgrube? Achso, hier ist eine Lehmgrube. Habe ich noch nie gefunden, so eine Lehmgrube. Ja, cool. Nur mal so ein bisschen, um was mitzunehmen. Irgendwas ist da. Oh oh. Irgendwie ist das sinnig, ne? Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Explosion am Abend. Erquickend und labend. Aber hier unten so ein Feuerarchon-Dings da. Ist schon krass. Obwohl, den könnte ich ja auch mal beschwören, wa? Ich habe doch, habe ich nicht Beschwörung auch so ein Feuergedönse? Na, muss ich nochmal dran arbeiten. Ja, heute gehen wir schön hier mal durch Skyrim durch. Ein bisschen länger mache ich heute mal, solange die Leitung läuft. Mal wieder ein bisschen weiterkommen. Ich habe ja auch noch The Witcher. Und ja, deshalb habe ich ja auf Blitz umgestellt. Habe ich ja sofort gemerkt. Weißt du? Wo ist das denn? Wo geht das denn hier jetzt hin? Hi Him, grüß dich! Alles gut? Hier oben war so ein Stein, aber ich weiß nicht mehr, welcher Stein das war. Da muss ich nochmal eben hochgehen. Den habe ich, glaube ich, aktiviert für mich, ne? Ritualstein. Cool, ne? Ne, das will ich nicht.
Ja. Also ich habe mich schon über mich selbst gewundert eben. Ne? Normalerweise brauche ich ja etwas länger, bis ich sowas dann sehe. Aber ich denke, der sah so nach Feuer aus und schmeißt zufällig auch einen Feuerball nach mir. Also habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Mach ihn putt. Mach ihn einfach putt. So, was ist das? Coole Kombi, wa? Ja, das war gestern was echt, das hat mich echt abgenervt. Jetzt wollte ich gerade was anderes sagen, aber ich habe mich gerade noch zurechtgewiesen. Nee, also das war echt. Aber ich habe es dann nachher rausgekriegt. Es lag also effektiv an Unitimedia. Weil die hatten echte Probleme. Und ich musste leiden. Eigentlich schade, hat mich echt genervt. Keine Ahnung, die haben frei. Nee, vielleicht haben die was anderes. Ich habe es ja nicht angekündigt auf Discord, weil ich weil ich gerade erst nach Hause gekommen bin und sich das kurz. Ich wollte an sich später streamen, aber ich habe es nicht angekündigt. Normalerweise guckt Joe da immer nach. Aber ich denke mal, wie ich Joe kenne, hängt er irgendwo im Hintergrund rum. Und guckt sich die Sache schön gespannt von der anderen Seite an und sagt sich, oh Gott, der Noob ist wieder im Skyrim-Land. Warum gehe ich eigentlich hier so hoch? Wo bin ich hier überhaupt? Ha! Ach, guck mal hier, ich gehe doch völlig falschen Pfad. Da will ich gar nicht hin. Den Weg habe ich, glaube ich, noch nie gefunden hier. Ich gehe wieder zurück. Ich muss hier unten rum. Aber der hat sich so angeboten, weißt du? Ich fand den Weg so schön hier. Guck mal, mein Nightbot hat sich was Neues einfallen lassen. Auch nicht schlecht, oder? Es ist alles gut. Alles schön. So. Jetzt gehen wir doch. Da hinten sind die Riesen. Das Riesenvolk. Aber da will ich auch nicht. Wir müssen unten rum. Wir gehen unten rum. Da unten ist eine Laterne. Guck mal, sieht doch cool aus, ne? Mit diesen Laternen, das finde ich viel schöner. Da kann man so ein bisschen sich am Weg orientieren. Das ist auch so ein Laternenmod oder sowas. Keine Ahnung. Oh, guck mal, der sieht doch geil aus, oder? Kann man auch ein bisschen pflücken hier, siehst du? Ich finde Spiele im Ganzen, das macht einfach Spaß. Ob die schon wieder hier sind? Ne, die sind bestimmt nicht mehr hier, ne? Alles schwere Rüstung, aber das nehme ich mal mit, weil das werde ich dann verscherbeln.
Das ist einfach cool hier. Ich könnte ja jetzt abseits der Wege gehen, hier querfeldein. Aber warum nicht mal anders gehen? Sonst gehe ich immer querfeldein. Jetzt kann ich mal ein bisschen das erkunden, was ich sonst nicht so gesehen habe, weil ich einfach immer anders gegangen bin. Man hat das ja heutzutage als Magier nicht so leicht, ne? Man muss vor allen Dingen nicht vergessen, wenn man so lange unterwegs ist, mal abzuspeichern. Sonst läuft man den ganzen Weg nochmal. Das ist schon schön hier, ne? Okay, da steht schon wieder einer. El Gajit. Maik wünscht euch alles Gute. Der Lügner. Ja gut, dann mach du das mal. Ich gehe dann trotzdem weiter. Da scheint noch eine Höhle zu sein. Erstmal noch auf der Karte verzeichnen. Versteck des verlorenen Messers. Hatte ich da nicht auch irgendwas? Hatte ich da nicht auch einen Quest oder sowas? Ja, ich gehe erstmal nach Nilheim, ne? Guck mal hier, Hoppelhäschen. Da muss ich hin. Der Lügner. Da ist ja kein Nachname, ist eher ein Beiname, oder? Okay. Ich glaube, die wollten mir auch nichts Gutes. Ich hätte lieber zwei Flaschen Met als zwei Huren, mein Freund. Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Die Metflaschen. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu-Met. Ihr habt den lieblichen Honigbräu-Met noch nie probiert? Nee, hab ich nicht. Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in sternenheller Nacht. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frosttroll auf den Allerwertesten fallen lässt. Aber genug geredet. Kommt, wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken?
Das ist gefährlich. Ha, nichts ist besser, als den Krug zu heben, um, nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Ha, mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Ja, machen wir das mal. So, dann gehen wir mal weiter. Haben wir hier für Wegweise? Was steht da? Öfter. Okay. Mal näher angucken, ne? Verzeiht mir. Ja, was ist das? Wir hatten jetzt hier so erschrocken. Oh, guck mal, wie schön, ne? Nordlichter. Oh, wie heißt das Zeug? Ja, wie laufe ich völlig falsch, kann das sein? Genau auf diese andere Seite, aber warum muss ich denn jetzt nicht hier rüber? Was war das denn? Wieder eine Abzweigung verpasst. Furchtbar. Das ist wieder genau hinter diesem Hügel. Da muss man ganz außen um die Kette wieder rumlaufen. Ne? Das ist genau auf der anderen Seite, ey. Da kann man hier vielleicht rüber. Das sieht doch gut aus hier. Ja. Aus, als käme man da hoch. Aber sehr wahrscheinlich kommst du hier wieder nur zu dieser Höhle. Und jetzt regnet das auch noch verdammt normal. Wird ja auch noch nass. Ja, siehst du, da komme ich zu dieser Höhle. Runter wird die sein, oder? Wo war die? Dunkelwasserpass. Kann sein, dass ich da auf der anderen Seite wieder rauskomme. Habe ich den eigentlich letztes Mal? Habe ich den überhaupt gefunden? Also ich wage mich da jetzt mal so ganz spontan rein. Ist ja cool. Vielleicht komme ich da auf der anderen Seite raus. Wer weiß das schon. Vielleicht ist das ja auch fett die böse Falle.
Mal gucken, wo wir reinkommen, wa? Dafür habe ich schon mal eine. Das ist schon mal viel wert. Ah, hat sich schon mal gelohnt. Pass ist nichts für mich. Da habe ich gar keine Chance gegen. Deshalb nehme ich jetzt die Sachen mit und hau wieder ab. Bin ich ein bisschen schlapp für, ne? Für diesen Pass hier. Wenn die Farmer sind. Mir zu angriffslustig. Obwohl, es wäre schön gewesen, da durchzugehen, ne? Aber am Anfang ist das noch ein bisschen. Ein bisschen zu heavy für mich, schätze ich mal. Das ist der Nachteil, wenn du dann so einen schwachen. Charakter hast, beziehungsweise wenn du so spezielle Sachen spielst, dann ist das doch schon eine ganz andere Hausnummer. Das ist das, was der Joe auch sagte, ne? Das wird eine ganz haarige Geschichte, gerade am Anfang. Aber egal, wir haben ja Zeit, ne? Ist ja nicht so, als ob uns hier jemand drängeln würde. Du musst ja nicht auf Geschwindigkeit spielen. Die Geröllheimer hier, guck mal. So, jetzt können wir so langsam über den Pass rüber, glaube ich. Aber nicht weit genug, ne? Guck mal, hier wären wir, glaube ich, rausgekommen. Ja, hier wären wir rausgekommen. Das ist natürlich jetzt gar nichts gebracht hat hier diese Aktion. Nee, ich will da nicht runter. Ja, Leute.
Schmirsch. Aha. Immer drum rumlaufen muss und dann nicht da hochkommen, ne? Höchst merkwürdig. Was ist denn hier? Schneit das hier rum oder was? Ja, hallo Joe! Ja, wann schlafen die nicht, mal ehrlich? Ich hatte aber auch nicht in Discord geschrieben, weil ich mich ganz kurzfristig entschlossen hatte. Wenn ich da jetzt rübergehe, dann spült er mich gleich wieder runter. Kann ich schon weggehen hier von der Strömung hier. Ja, da muss ich hin. Da wird es wieder kriminell für mich. Ja, ist alles gut. Schön, dass du da bist. Das freut mich immer. Bin immer beruhigt. Hat er schon wieder geröchelt. Da unten. Ah, der Julian. Feuer ist kein Spielzeug. Was wollt ihr? Okay.
Ihr braucht etwas? Ja, bitte? Das ist doch der Banditenanführer. Ja. Die Frage ist, warum kann ich mit dem reden? Soll ich den jetzt einfach platt machen? Erstmal räume ich ihm die Bude aus hier. So, das ist erstmal das Wichtigste, damit ich mich damit gleich nicht mehr drum kümmern muss. Hi Eisen, grüße dich! Viele Kameraden hier, ne? Was wollt ihr? Ich wollte euch des Geldes erleichtern. Das ist ja auch cool, ne? Ich hab's nicht gelesen. Wieso buddelt er denn da drinnen herum? Ich nehme erstmal alles mit, weil ich alles verkaufen will. Weil ich brauche ziemlich viel Geld für die Seelensteine und so. Keine Ahnung, warum der da rumbuddelt. Ach, das ist das? Ja, jetzt weiß ich. Das ist diese Falle. Ich glaube, ich kann mich dran erinnern. Ich weiß, dass da jemand liegt. Ich bin ja nicht ganz blind. Also ich bin vielleicht ein bisschen blind, aber ich habe ihn schon gesehen. Ich kann mich erinnern, das ist eine Falle. Die holen mich mit ins Lager. Und wollen mich dann erledigen. So war das. Das ist wieder ein typischer Julian hier, der mich reinlegen will. Sind Sie fort? Banditen haben mich angegriffen und meinen Wagen geplündert. Könnt ihr mir helfen? Mein Lager ist in der Nähe, in den Ruinen von Nilheim. Wenn ihr mich sicher dorthin bringt, erhaltet ihr eine Belohnung. Es ist gleich dort, über die Brücke und den Hügel hoch. Bald da. Ich kann das Lager schon sehen. Ja, mach du mal. Geh du mal voraus. Ich töte dich dann gleich. Wartet hier. Ich hole nur eben eure Belohnung.
sein, Mark. Brauche ich ja nicht mehr, da habe ich ja schon alles geplündert. Was nicht mehr nach 10.000 Folgen? Das geht ja nur für diese Säge. Du findest immer noch eine Ecke, die du nicht kennst. Außerdem habe ich den Titel einfach nur so übernommen. So. Der eine scheint hier noch zu leben. Aber da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich mal wieder gesund werde. Der eine war noch hier im Gebäude. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Mach dir keine Sorgen, Junge. 24 hat nur einen Wert von 60, nehme ich nicht mit. Hat einen Wert von 75, da kriegst du wieder nichts für, ne? Nehme ich auch nicht mit. Ihr hättet nie herkommen sollen. Na, dann komm du doch zu mir. Ich warte hier auf dich. So geht das. So, diesen Auftrag haben wir erfüllt. Und jetzt waren wir uns wieder auf dem Heimweg. Oben hatten wir ja alles mitgenommen, glaube ich. Glauben ist nicht wissen, ich weiß. Schon auf diesem Plateau schon? Oder ich glaube, ich bin von hier oben runtergekommen, ne? Besser langsam als nie. Ja, ich
Ich weiß, dass ich immer schon Stufenaufstieg habe, aber den will ich jetzt nicht verwenden. Ich war zwar eben knapp am Tod vorbei. Also speichern wir erstmal. So, und dann wollen wir erstmal auf die Karte gucken. So, da sind wir jetzt. Da waren wir jetzt. Jetzt können wir nach rechts gehen, darüber gehen und dann könnten wir theoretisch uns auf den Heimweg machen. Also. Richtig? Kommen wir da zurück. Ich weiß, dass ich einen Stufenausstieg habe. Den habe ich schon ganz lange. Ich will den aber jetzt nicht verwenden. Nein, ich will jetzt nicht. Ich will ja ein bisschen abseits mal gehen, wo ich sonst nicht so rumturne, weißt du? Kann ich immer noch schnell reisen. Nee, bis jetzt noch nicht. Kannst du haben, ne? Jetzt muss ich wieder über die Stromschnellen hier. Aber da ist ein Übergang. Ha! Na cool, jetzt gehe ich mal hier in diese Richtung. Nee. Ja. Dann kommst du nicht mit hin. Das ist eine Sonderedition. Die kostet mindestens 54. Limitierte Auflage, 2 Stück. Oh, guck mal hier. Ich will nach Hause. Ich gehe halt ein bisschen andere Wege. Weil hier war ich noch nie. Aber das sieht doch grandios aus. Alleine dafür hat sich der Weg doch schon gelohnt, oder? Guck mal. Da pfeifen selbst die Spatzen. Ich mag diese Kletterei einfach, das finde ich cool. Ich will nach Hause jetzt hier. Dann meine Belohnung abzuholen. Ja, oder? Guck mal hier, das ist doch wirklich toll. Okay, das mit dem Wasser da unten, das Blau, das sieht ein bisschen kitschig aus. Okay, wir haben normale Preise. Alles klar, wir haben normale Preise. Okay. Ja, gar keine Preise. Wir haben ja kein T-Shirt zu verkaufen. Obwohl, ich könnte ruckzuck so einen T-Shirt-Handel aufmachen. Siehst du da hinten?
College und die Kinder abzahlen. Ne, wieso? Ist ja keine Abzocken. Wenn die Kinder das bezahlen, sind sie doch selber schuld. Guck mal, wie cool, ne? Lass uns doch mal einen Augenblick diese Aussicht genießen hier. Okay. Das gibst du offen zu, Julian. Du, der so perfekt ist. Das kann ich ja jetzt wirklich nicht glauben, was ich da höre. Was sind wir denn hier eigentlich? Was ist denn das hier unten? Cool. Ach, das ist die Seite, wo ich letzte Mal hochgegangen bin, ne? Kann das sein? Ich guck mal eben auf die Karte. Nee, da gehe ich jetzt runter. Okay. Hier war ich noch nicht, definitiv noch nicht. Das ist das, was man hier schön erkunden muss, weißt du? Ah, das sind diese, ich kann nicht gewinnen Spiele, ja, ja. Wir gehen mal den Pfad nach hier und gucken. Ah! Oh, komm, lass mich mal ein bisschen anmachen. Bisschen leichte Rüstung leveln. Brenne, mein Wolf, brenne. Oh, guck, gerade ein Silberring dabei ja. Da unten ist auch schon mal definitiv was. Und da kann man auch rüber gehen, glaube ich. Komm, wir gehen. Oh! Aha, das ist ja lustig hier. Okay, tschüss. Ist nur dumm, wenn der Baumstamm jetzt abbrennt und ich runterfalle. Warum stand der Kamerad jetzt hier? Nein, er ist doch der perfekte Spieler. Wovon redest du? Der kann alles, der weiß alles. Spielt alles. Okay, manchmal so ein bisschen fahnenflüchtig, aber nicht oft. Hier war da auch ein Quest, ne? Da oben ist auf jeden Fall eine Truhe. Habe ich ja natürlich sofort erkannt mit meinem Adlerauge.
wird Zeit, dass ich die Diebesquest schaffe und mir diesen Skelettschlüssel hole. War auch irgend so ein Typ, meine ich, der einem irgend so einen Auftrag gegeben hat. Aber da will ich jetzt nicht ra- Oh, da habe ich mich wieder verjagt, ne? Ist egal, erstmal alles so ein bisschen entdecken und dann gucken, wie die Aufträge fallen. Der Tom spielt gar kein Battlefield, weil der Tom hat sich gesagt, er kauft jetzt erstmal kein Spiel mehr, sondern spielt die Spiele, die er so hat. Da dir ja sicherlich aufgefallen ist, dass ich ein bisschen enttäuscht von meinem... Und da ist er wieder, der Lügner. Ich ein bisschen enttäuscht bin von meinem... Black Ops. Und dass ich jetzt erstmal in absehbarer Zeit nicht mehr streamen werde. Außer vielleicht, wenn Timmy nochmal bereit ist, eine Runde einfach so just for fun für Zombie zu spielen. Obwohl ich ja nicht mehr bereit bin, das überhaupt noch zu verbreiten. Obwohl bei mir ja nicht so viele zugucken, aber ich bin nicht bereit dafür, noch Werbung zu machen. Bin da ein bisschen eigen. Gehen wir mal darüber. Keine Ahnung. Wenn ich Lust habe. Aber im Moment ärgere ich mich einfach über diesen Karnevalsgedönse. Ja, da teilen sich ja die Meinungen. Also der eine sagt, das ist cool, der andere sagt, das ist Schrott. Battlefield 4 habe ich ja. Das fand ich cool mit dem Panzerfahren und so. Das ist cool. Okay. Hallo Inge, du bist nicht alleine. Heute war YouTube nicht in der Lage. YouTube war heute der Meinung, sie müssen niemanden benachrichtigen. Sieht cool aus, ne? Er hat einen Granatstein gegessen, hast du gesehen? Ich geh mal zu der Mühle. Ich glaube, das ist die Mühle da bei links, ne?
Mischwassermühlen. Ja, das könnten wir wirklich machen. Jetzt, ich hatte mich nur gerade konzentriert, sorry. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur haben könnt. Ich habe ja eine Axt dabei, glaube ich, ja. Könnte der ja ein bisschen Holz hacken, wenn ich hier mal so ein Holzdings finden würde. Was ist das da? Hallo, wer bist du? Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Es sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Nein, ich glaube, ich komme klar. Aber danke. Okay. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Was ist denn dieser Holzklotz hier? Ja. Oh, ich habe keine Axt. Wieso habe ich keine Axt? Da lacht doch jemand. Nimm mal die. Ich habe eine. Hier, nimm Gold, so viel du nur essen kannst. Bisschen Holz hacken fürs Portemonnaie. Normalerweise, weißt du, müsste ich mich jetzt hinstellen als Magier und tschakapamum. Nur mal einmal so um das. Oh, kann ja schon wieder nicht laufen. Ja, ich habe ja auch die Priesterkutte an. Ich habe ja auch die Klamotten von dem an. Ich habe nur die Maske nicht an. Ja, ich muss mir echt noch eine andere Maske besorgen. So eine. Wo ist sie jetzt hin? Jetzt ist die nicht mehr da. Was soll denn der Scheiß? Hallo, wo bist du, Tante? Ist mich wieder so schwer? Was ist das für eine Nase? Erst mich hier Aufträge machen lassen und dann abhauen. Typisch Frau, oder wie? Schatz, ich habe gar nicht gewusst, dass du was für mich erledigst. Nö, hab ich nicht. Ist sie jetzt hier reingegangen, oder? Ja. Da ist sie. Sucht ihr Arbeit? Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit. Oh, ich wollte das nur gemacht Bis haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 30 Gold, so eine Ackerei, ja? Gut, dann nehmen wir hier das Gold weg. Ziegenfell weg, alles wunderbar. Warum kann ich eigentlich die ganzen Buden ausbauen? So, pass doch auf! Wie, ich mach doch nur ein bisschen Randale. Was willst du von mir? Tränke lässt er mich nicht nehmen. Schießkunst! Ich habe die als. Nee, alles kann ich nicht mitnehmen. Die Tränke zum Beispiel darf ich nicht mitnehmen. Also. Ja? Bitte was präziser. Bock, 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 bock. Komm mal, kann so ein Huhn eigentlich anbrennen? Zack, Grillhuhn. Zack.
Hühnchen. Ich weiß nicht. Da kommt wieder die fiese Ader durch. Na, früher konnte man die nicht töten, ne? Warum gibt es hier diese Ranke, weil hier Flussufer ist? Ist immer nur in der Nähe von Ufern und Felsen. Muss unbedingt Getränke machen. Oh, guck mal, da ist ein Säbelzahntiger, der hat gerade gefrühstückt. Vom Jäger zum Gejagten. So viel dazu. Ach ja. Kann ich noch eine? Dass ich mir die Stufe aufbewahrt habe. Ja. Ich finde alles weggebrannt hier. Steht doch, siehst du doch. Ich bin nicht nur der Pflanzenkiller, sondern auch der Säbelzahnkiller. Schöne Gegend hier zum Blümchen pflücken, ne? Also wenn man darüber nachdenkt. Da unten ist noch ein Haus, da war ich auch noch nicht. Da gehe ich jetzt auch noch hin. Und dann gehe ich nach Hause und meine Belohnung abholen. Was war da dran jetzt so abwegig, Inge, dass du darüber dich so amüsierst? Ach, schon wieder. Wow. Nur vorne gibt's Geld. Ich könnte denn mal vielleicht ein bisschen Blitz auf den Hals hauen. Beschwören hier, ne? Könnte ich auch mal zaubern, ne? Hat er sich denn jetzt hinverzogen? Der Kamerad.
Nee, ich mach das anders. Ich hau dem jetzt hier noch ein bisschen Zerstörung auf den Ball. Ich mach einen Doppelangriff hier. Blitzschaden und... Aber der Blitzschaden zieht nur Magicka und zaubern kann der Junge ja nicht. Das ist ja Quatsch. Gesundheit und Ausdauer ist bei dem wichtiger. Wo ist er? Komm her. Da ganz hinten, der ist abgehauen, der Vogel. Okay. Und weg ist es weg. Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Ja, der kommt gleich wieder, mache ich mir gar keine Sorgen. Mann, gut. Irgendwie bin ich schon wieder auf Abwägen hier. Ich bin so weit vom Kurs jetzt wieder weg. Ah, du machst das schon so. Du studierst das ja bestimmt. Du weißt genau, wie die sich verhalten. Joe kriegt da alles raus. So. Ich habe mal die Abkürzung genommen, weil ich muss jetzt erstmal meine Sachen wieder loswerden. Ey, wo willst du hin, Mädchen? Bleib hier. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Kann ich als Magier mit einer Eisenkriegsaxt durch die Gegend hauen? Gefällt mir die, behalte ich. Verkaufe ich.
Was brauche ich? Axt brauche ich noch. Brauche ich. Behalte dich. Das werde ich mal handwerkskünstlich auseinanderbauen. Ja. Das lagere ich in meinen. In mein Haus ein. So, Eisenerz lasse ich mal, das lagere ich auch in mein Haus ein. Jetzt gehe ich mal eben zu meiner Holzhütte. Werde mal die Sachen loswerden. Ja, mal später. Hast du schon mal Magier gesehen, der schmiedet? Wird jetzt Joe sagen, Schmieden ist streng verboten. Dann mache ich nachher alles in meiner Hütte. Ich werde da jetzt alles deponieren, schön ordentlich, wie sich das gehört. Wenn ich überhaupt mein Haus wiederfinde, weißt du? Der Baum steht immer noch in der Luft. Und Rasen mähen könnte ich auch mal wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas zum Schmieden hatte. Hups, direkt wieder vor der Wand gelaufen. Machst du ja auch Batsch vor der Wand gelaufen. Schön hier. Ich war lange nicht hier. Tja. Jetzt nicht alles verlieren würde, dann würde ich ja sagen. Waffenstände habe ich ja hier tonnenweise, ne? Und Rüstung. Ach komm. So, ich habe gerade mit meinen Jungs hier geredet, die sagen, alles in der Ordnung. Das haben wir noch.
Hier ist also meine Schatzkiste. Aha, siehst du, hier ist die Schmiedehausen. Könnte auch mal einer wieder aufräumen hier, ne? Oder? Kleine Schmelze habe ich auch hier. Coole Sache. Ja, ich habe es schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Was soll ich machen, ne? Ich glaube, hier war ich auch gar nicht in dem Raum, oder? War ich hier schon mal? Keine Ahnung. Ist auch egal. Macht ja nichts. Karte der Drachengräber habe ich auch noch nicht gesehen. Ich könnte da jetzt eine Fackel reinlegen, aber dann habe ich Angst, dass das alles abbrennt. So, jetzt bin ich aber zufrieden hier erstmal. Die Axt kommt jetzt hier rein. Voilà. Hier waren die Waffenständer, ne? Könnte ich eigentlich auch dabei behalten, oder? Zur Not, falls ich nicht mehr weiter weiß. So, wenn ich nochmal eine Kultistenrohr bekriege, dann kommt die da rein. Finde ich cool. So, jetzt bin ich wieder schön leicht. Das heißt, ich kann jetzt mal auf diese Karte gucken, oder? Die ich da eben gesehen habe. Denn was soll das denn heißen? So, jetzt hole ich mir aber jetzt endgültig mal meine fette Belohnung ab hier. Oh, jetzt pennen die wieder alle, weil ich wieder Tonnen Jahre gebrauchte. Das ist Kölnkalk, okay.
Ja, da sind wir dabei. Das ist prima. Ich gehe unten rum. Ach ja. Ist doch schön, macht doch Spaß jetzt, Skyrim, ne? Vor allem, wenn man dann da ganz am Anfang ist. Praktisch von jedem dahergelaufenen Ziegenbock umgepustet wird. Warum bin ich denn jetzt hier hin? Wo war ich denn? Warum? Was habe ich denn für eine Quest angemacht? Ach, die ist bestimmt da draußen irgendwo, ne? Skyrim ist cool, ja. Finde ich gut. Der Fahnenflüchtige. Das ist Joe, der Fahnenflüchtige. Veräppeln, oder? Ah! Wenn ich ja jetzt runterspringe, bin ich schon wieder tot, ne? Nehmen wir hier die Abkürzung. Ah, hier ist eine Abkürzung. Zack, zack. Das geht. Hops. In Himmelsrand. Klar, in Hummelsrand. Entschuldige bitte, dass ich mich nicht hingesetzt habe und jedes Mal notiert habe, ab wann ich wann kaputt gehe. Verarschen hier, oder? Die ist umgezogen. Super Idee. Na gut, dann gehe ich halt jetzt nach Riftern. Aber ich mache das jetzt anders, da nehme ich mir die Kutsche. Ich habe keine Lust dahin zu laufen. Da habe ich wieder was Falsches angeklickt. Oder ich könnte mit dem Anführer der Gefährten auch sprechen. Da brauche ich nicht so weit laufen. Da kann ich ja später machen. Da komme ich ja später noch hin. Ich nehme den Anführer der Kutschen. Oder den Feuerschleierhügel. Der ist auch cool. Was ist denn der Feuerschleierhügel? Hallo. Ach, das ist diese, da wo die Bären drin sind, ne? Ja, ja. Da könnte ich ja nach Dings reisen.
Könnte ich erst dahin reisen, dann könnte ich da in diesen Feuerschleierhügel rein. Obwohl, da sind Bären, ne? Die machen mich wieder platt, ey. Siehste? Hast du gesehen? Kriegst gleich die Ermahnung. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Okay. Danke nochmal für die Lauferei. Ah, nee, das war nicht die Bären, das war hier dieses Ding. Ja, ich weiß, was das war. Da waren Gespensters drin. Geisters. Oh, was ist passiert? Aber da gehen wir jetzt rein, das ist gut. Egal ob Bär oder nicht Bär. Wir müssen hier rein, es hilft nur alles nichts. Habe ich eigentlich jetzt schon, kann ich eigentlich diese. Kann ich immer noch nicht machen, ne? Kann ich immer noch nicht machen. Habe ich noch nicht. Vielleicht finde ich den ja irgendwo. Normalerweise macht mein Feuerzauber ja genug Rabatz. Eigentlich irgendwas auf dem Kopf sitzen. Weiß ich gar nicht. Ja, ich habe nichts auf dem Kopf. Dann kann ich ja. Kann ich das hier anziehen hier? Einfach mal so als. Als Helm, was? Hi Zocke, Jonas, grüß dich. Alles gut? Angst. Geht fort von hier, sagt er.
warum sollte ich denn jetzt fortgehen? Ich will aber nicht. Ich will jetzt hier rein und Rabatz machen. Okay, da sind Pfeile in der Wand. Frage ist, erstmal eingeschlossen, ne? Das ist erstmal wichtig. Okay. So, jetzt haben wir schon mal beide auf. Das ist auch schon mal gut. Aber da sind Pfeile in der Wand. Okay. Wenn da Pfeile in der Wand sind, dann ist das meistens ungesund, ne? Sieht nicht sehr gesund aus, was hier passiert. Aber ich weiß auch nicht, wo die Auslöseplatte ist. Okay, der hat sich ja schon mal gelohnt. Meine Fackel ist alle. Finde ich ja jetzt gar nicht fritzig. Ach so, okay. Ich habe gedacht, es wären so Pfeillöcher, weißt du, so. Die ein. Völlig wieder aus dem Konzept bringen hier. So Fallen. Ich bin ja der König der Fallen, das wisst ihr ja. Das heißt, jede Falle ist normalerweise meine. Okay, da geht's nicht weiter. Da ist eine Ziegekitte. Meine Güte, Leute. Ja, nett. Da waren die Löcher. Ich brauche jetzt mal wieder ein Balsamierungswerkzeug. Stimmt, Julian, hast recht bei. Stimmt. Dann hat der. Dann wurde die nicht gut konstruiert. Also, dann würde die. Also, ich ist sie dann gar nicht da. Da hast du wohl schon recht. Jetzt ist hier, guck mal, da ist auch wieder so eine Shitplatte. Und da kommen dann wieder alle. Alle Pfeile auf mich zu. Alle dran, ne? Aber egal. Irgendwas hat hier geglitzert. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas hat hier geglitzert. Boah, warum habe ich denn keine Fackel mehr, ey? Ich hier rumzaubern, um überhaupt was zu sehen. Hi, Dattel! Grüß dich!
So lange gibt's das Spiel noch gar nicht, Joe. Du willst mich verarschen. Ist cool, ne? Aber irgendwo finde ich schon wieder eine Fackel. Mach dir keine Sorgen. Ich brenne halt die Hütte ab. Was soll's? Ach so. Ja gut, ich habe die Geschichte nicht gelesen, weil ich musste ehrlich sagen, dass mich das etwas alles verwirrt. Da lese ich lieber die Bücher von The Witcher. Das ist viel spannender. Die machen mir mehr Spaß, weil das so mehr zusammenhängt ist. Das ist hier so unheimlich, naja, wie heißt das hier so? Auseinandergerissen. Da hätte man von Anfang an spielen sollen, also mit. Wer bist du denn? Weiß, was er meint, aber trotzdem, wie gesagt, es gibt noch andere Dinge. Ich müsste auch normalerweise jedes Buch lesen. Aber das kannst du nicht machen, wenn du das online live spielst, geht das nicht. Was ist das? Durchsuchen? Achso, das war der Typ. Weil das wird ja ziemlich langweilig, wenn ich hier anfange zu stuckadieren. Deshalb denke ich mal, gucke ich mir mal dieses Buch an. Okay, das ist wieder in Englisch. Okay, it's a time, so find the claw. Okay. Auf jeden Fall hat er eher was gesucht. Klar, nehmen wir mal mit. Gelohnt hat sich das hier auch alles nicht. Diese Kunstbanausen. Gut, ich würde sagen, den haben wir schon mal wieder zermetert. Jetzt soll ich dieses Ding zu Windhelm bringen. Hier ist aber noch eine Tür, wo ich noch nicht drin war. Ah, dafür brauche ich wieder so eine Klaue, die habe ich aber noch nicht. Glaube ich, die Klaue habe ich noch nicht. Habe ich die nicht irgendwo gefunden? Hatte der die nicht dabei oder so?
Wieso? Ich bin da nicht reingelaufen. Ich habe keinen Schaden genommen, glaube ich, ne? Chaos, wie immer. Okay, ich hatte es mir schon fast gedacht. Aber okay. Ich kann ja jetzt da durchlaufen. Guck, zack. Bin ich eigentlich hier überall gewesen? Ja. Eigentlich zugemacht? Die Tür ging nur so zu. Indem die auf ist und die auf ist, dann geht die zu, sehr wahrscheinlich. So löst man auch Fallen aus. Super Idee. Guck mal, hier kann ich meine Rüstung mit aufwerten. Schön. So ging das. Das, ne? Das ist doch. Ich habe immer das Tagebuch voll. Ich muss vor allen Dingen mal so einen Shit-Lichtzauber kaufen hier. Das habe ich letzte Mal wieder vergessen. Ich finde ja nicht mal den Ausgang. Ja. Ich komme trotzdem zu meinem Ziel. Das dauert halt nur länger. Alles ist gut. Willkommen im Gasthaus Wielemühr. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann kann was für dich wissen. Tun. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodgar. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Magiekundige interessieren mich nicht. Mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Die sind hoch im Norden in Winterfeste und das ist auch gut so. Mir gefällt es auch gar nicht, dass unser Jarl einen Hofzauberer hat. Was ist da dran schwierig? Ist gar nichts Schwieriges bei. Ich habe von einem Burschen in Windhelm gehört. Aventus Aretino. Es heißt... Er habe das Schwarze Sakrament durchgeführt, um Kontakt mit der dunklen Bruderschaft aufzunehmen. Da sind sie. Verdammter Dummkopf. Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. So, dass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Klar.
Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Ich finde, ihr solltet eure Kunst weiter zum Besten geben. Was soll das bringen? Ich bin nicht besonders gut und wegen der paar Leute, es sind jeden Abend dieselben. Ich finde, dass ihr wunderbar spielt. Geht immer besser. Selbst wenn du noch so perfekt bist, es geht immer besser. Also gut, Wilhelm. Das ist wohl das... Das ist ein Gesetz. Es gibt immer jemanden, der besser ist. Und es gibt immer jemanden, der nörgelt. Dafür sind wir Menschen. So, ich habe also jemanden in Rifton. In Windhelm. Da soll ich nach dem Dings fragen. Was ja auch nicht so ganz uninteressant ist, ne? Wieso habe ich überhaupt... Wieso sollte ich eine Klaue kriegen? Sollte ich nicht eine Klaue kriegen? Hat mir nicht irgendjemand gesagt, ich kriege eine Klaue? Da ist sie. Und soll ich jetzt wieder zurückgehen? Ja, gehe ich wieder zurück da rein. Dann machen wir das erst fertig. Ich bin ja noch nicht gestorben da drin, ne? Kann ich ja noch mal mit anfangen. Ach, ich wollte doch diesen Zauber lernen. Ich habe keine Lust mehr, im Dunkeln durch die Gegend zu rennen. Ich muss den Kerzenschein-Licht-Dings-Zauber erstmal lernen. Also gehen wir erstmal zurück nach... Wie sieht es überhaupt aus mit dem Gewicht? Gewicht habe ich gar nichts. Also Karte. Dann gehen wir jetzt mal nach Weißlauf. Und dann gehen wir wieder zurück. Du hast den PC gewechselt, alles klar. Tja. Alles ist so halt, ne? Andere Leute sagen so, hab mal der Unterwäsche gewechselt. Du sagst, okay, ich hab den PC gewechselt, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ciao, Marc. Bis später. Da sind wir schon wieder 2 Stunden dran, ne? Meine Güte. Ach. Zeit ist aber vergangen diesmal, oder? Gar nicht so schlecht. Ja, der ohne Angreifer. Wir rennen jetzt hier erstmal die Treppe hoch. Mit ihrer Serverfarm. Ah. Er kann sich leisten, ne? So, wunderbar. Ich denke mal, mit der Klaue, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Erstmal gucken, ob der hier den Kerzenschwein-Zauber für mich hat. Besucht ihr die Drachenfestung? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Geld dürfte ja nicht das Problem sein, oder? Vergesst den nämlich immer. Da ist er doch. Kerzenschein. Schafft für 60 Sekunden ein schwebendes Licht. Oder es gibt den Magierlicht. Ball of Light lässt 60 Sekunden. Was? Habe ich das nicht schon? Ich nehme mal den Kerzenschein und dann nehme ich noch mal das Magierlicht nehme ich auch mit. Eigentlich könnte ich mal richtig einkaufen bei dem, wa? Ach, ich wollte hier so ein Feuerakronauten beschwören. Ich will so ein Viech beschwören.
Da ich ja mit Feuer mache, nehme ich das auch. So. Ja. Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Gut. Ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit. Der ist immer nett, der Kerl, ne? Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Hab ich nicht. Die lassen mich nicht rein. Ich muss da, glaube ich, diesen Zornzauber machen, ne? Angstzauber oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Was für einen Zauber muss ich denn da machen? Ich schon wieder 100 Bücher mit mir rum, ne? Ach, das ist Tante Mirak. Ja, haben wir zumindest gemacht. Das ist halt schon mal was wert, ne? Oder? Ist auf jeden Fall was wert für dich. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall diesen Kerzenschein-Zauber schon mal wieder. Juhu, Bonsai. Die Treppen finde ich immer noch am besten von allen. Juhu. Also steht auf. Steht auf. Steht auf. Steht auf. Kinder des Kaiserreichs. Steht auf. Sturmwände. Nehmt das Wort des Mächtigen Kramers an. Bravo. Bravo. So, ich habe nichts, was ich verkaufen könnte, außer ein bisschen Obst und ein paar Bücher. Aber zu essen braucht man immer unterwegs, weißt du? So, wo müssen wir denn jetzt hin überhaupt? Was haben wir denn überhaupt zu tun hier? Was gibt es Neues? Wir wollten da wieder hin, ne? Wir wollten wieder, da gehen wir aber jetzt gleich mal mit Schnellreise hin. Da wollten wir wieder rein. Das war's. Deshalb bin ich ja hier hingegangen. Wir haben aber heute viele Zuschauer. 12 Mann, das ist cool. Schön, dass ihr alle dabei seid. Alle, die noch nicht geschrieben haben im Chat. Einfach mal ein fröhliches Hallöchen sage. Finde ich cool. Jetzt gehen wir heute rein da in die Hütte. Ja, ich habe es gerade hier gesehen. Jetzt sind es 12. Ist ja nicht so schlimm, aber es ist schön. Gefreut mich wirklich. So, Magie, Illusion. Veränderung. Kerzenschein. Ach, guck mal, wie schön hell jetzt, ne? Ach man, du gönnst mir aber auch gar nichts, Julian. Du musst ja nicht nur beschreien.
Jetzt muss ich ja wieder dieses Ding hier rumbiegen, ne? So. Ich hab's mir gemerkt, Leute. Ich hab's mir wirklich gemerkt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Ich muss auf jeden Fall über dieses Ding hier hüpfen. Das weiß ich noch. Nee. So, hier habe ich nicht durchsuchen können, richtig. Das war das. Weil ich kein Licht hatte. Verdammt nochmal. Ich hatte nämlich das Gefühl gehabt, hier irgendwas aufblitzen zu sehen. Aber es war wohl nicht so. So. Haben wir denn? Vogel, Eule, das hat da unten Wolf. Vogel, Eule, Wolf. Vogel, Eule. Oh, guck mal, da brauchen wir gar nicht viel zu machen hier. Stimmt aus, Strunz wieder. Ja, was? Ja, was hat da gerappelt? Oh, Leute, oh. Wie geht's wieder rund? Ist neuer voller. Oh, cool. Cool, cool. Ma. Infrarot? Okay. Ich meine, so schlecht ist das ja auch nicht, hier ohne Licht durchzugehen, ne? Mann, dann ist es noch ein bisschen. Ist es halt ein bisschen dunkler. Zum Verkauf nehme ich den mal mit. Zur Not kann ich den immer noch wegwerfen. Da kann ich mir schon vorstellen. Wenn du da Infrarot, dann siehst du dann nur die Dinger da. Das ist bestimmt cool. Also das sieht nicht aus, als ob das hier gut gehen würde für mich. Hier sind Gräber. Die werden. Sag ich doch, ich wusste es. Ich wusste es ganz genau. Nee.
Am besten da, wo du mich nicht triffst, mein Freund. Feurio, genau. So sieht das aus, ne? Heute schon gegrillt worden. Aber Eichenhaut habe ich ja schon, ne? Hier schon alles? Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Ja. Aber tiefer komme ich hier nicht.
Packer war wieder eine Platte. Treffe ich den aber nicht mit, ne? Nichts Neues im Staate Dänemark. Kannst auch stehen bleiben, da stehst du gut, mein Freund. Ja. Das Meer, ne? So wie ich das gesehen habe, waren da eben 3-4 Stück. Ach, die sind alle da unten. Noch da. Was war das jetzt? Ach, das war das Grab. Ja. Ja, das kommt später alles. Ich muss das alles später so machen, dass das alles... dementsprechend läuft. Ich mache mir keine Sorgen da diesbezüglich. Hier wieder was zu sagen. Warum? Okay.
Oder die ärmste Truppe getroffen, die es gibt. Die haben alle kein Gold dabei. Aber der hat wenigstens noch ein bisschen Mehl dabei. Der ist nicht verbrannt. Wenn du unbedingt willst, dass ich die mitnehme, nehme ich die mit. Ich bin ja gar nicht so. Liegen ja auch nichts im Prinzip, ne? Hast du auch wieder recht. Geschenktes Geld. Ach, da ist noch einer. Wo ist der denn? Ja, du hast ja so recht. Das ist bestimmt hinter der Tür. Und ich muss die Falle entschärfen, ja. Doch, ich weiß, wie es geht. Mal zu den Favoriten. Siehst du? Da ist Kerzenschein jetzt. Siehst du? Flammen, Kerzen. Gut. Der bewegt sich doch auch gleich da, wie ich den kenne.
das reicht mir doch. Fertig. Schneller geht's nicht. So, alles gut. Das ist schon toll, ne? Clever gemacht, ne? Habe ich den in die eigenen Fallen rennen lassen. Ah. Ach ja, manchmal klappt's hier, ne? Ach, du dickes Ei, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich glaube, da kommt wieder so ein böser Wicht raus da. Ja, oder? Ist das hier? Nee, das ist noch nicht hier. So war das Ding denn hier überhaupt? Also hier haben wir... Wie war das denn hier nochmal? Haben wir hier 1, 2, 3, 4. Also da müsste das ja schon mal der Adler sein.
Schlange. Fisch. Nee, Fischschlange. So, Fisch. Schlange. Und war das da auch ein Fisch? Ist da doch da ein Fisch, ein Adler? Haben wir das? Keine Ahnung. Mal eben gucken. Mal weiter. Hier ist nur das Drehding, damit die Kombination rauskommt, ne? Ups, wieder voll reingerannt. Halt so. Kann ich aber mit leben. Glaube ich weniger, mein Freund. Wie gesagt, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Glaub es mir. Da musst du noch lange für stricken, mein Freund. Was war das jetzt? Wo bin ich jetzt gelandet? Zwei Gräber, ne? Drei Gräber.
geil, das mag ich. Aber bis hierhin lief das ja ganz gut. Hab ich irgendwas vergessen?
Ach, den Bogen wollte ich gar nicht haben. Egal. Habe ich hier eine Truhe noch vergessen oder was? Den Knopf, ja, da war er wieder, der Knopf. Kann ich alles mitnehmen, verkaufen. Irgendeiner sinkt doch hier schon wieder rum. Ach so, das ist dieses, ja, die Stimme der Macht da. Macht ja nichts. Das heißt PN. Ach so. Okay. Jetzt weiß ich.
gibt's ja nichts, ne? Kann nicht mal tauchen hier. Ausrufezeichen. Ach so, okay. Ich will da Wasser sehen. Okay. Ja, logisch. Ja, ich glaube, das war's für mich hier, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Ich denke nicht. Was ist da hinten? Nicht ran. Ah, ich denke mal, wir sind soweit durch. Hoffe ich, dass das jetzt richtig war. Ajo macht gerade Wartungsarbeiten. Ja, ist auch gut, wenn der mal kontrolliert, ob das noch funktioniert. Ist genau richtig. Bin ich auch immer froh drüber. Nee, gibt's gar nicht, ne? Normalerweise hast du ja recht, das ist schon recht, fast ausgeschlossen, dass ich was übersehe. Aber es soll nicht so entscheiden. X-Hammer. Kann ich den noch mitnehmen, ohne dass ich zusammenbreche wieder? Irgendwann fällt mir mal so eine Steinplatte auf den Schädel. Ja, siehst du jetzt immer wieder hier. Nee, ich glaube nicht. Aber gehört zur Marke. Der Auftrag. Ich springe hier immer in dieses Ding rein, anstatt dass ich hier rüber gehe. Idiot. Ach, guck mal, jetzt ist alles auf. Ich hab's aber nicht gelesen. Ich hab's nicht gelesen. Ja, jetzt sind wir wieder oben.
Tja. Ich würde sagen, es war schön hier drin. Moin! Avera, grüß dich. Ach, guck mal hier, kann ich die Robe mal mitnehmen? Die Handschuhe und die Stiefel für meine... Danke! Kann ich nämlich mitnehmen für meinen Rüstungsständer, weißt du? Dann habe ich das komplett im Einsatz. Dann habe ich den nämlich komplett. Ich liebe es, wenn was komplett ist. Komplett müde zum Beispiel. So. Folglich. Ja, wieder ein bisschen Licht machen. Und jetzt gehen wir mal ins Gasthaus. Achso, das ist der Typ, der steht die ganze Zeit nur draußen. Gucken, ob wir noch ein paar Gerüchte hören. Aber ich glaube, der hat uns schon was gesagt. Willkommen im Gasthaus Wielemühr. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Du darfst mir an der Laute spielen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. An anything you can tell me about high. Nee, das haben wir ja alles. Zimmer will ich nicht mieten. Ja. Richtig, korrekt. I am. Sag erstmal. Eine angenehme Reise, mein Herr. Dann passt auf, wo ihr hintretet. Special. Es ist ein langer Weg nach unten. Special Edition. Guck mal, wenn ich mein Licht, wenn das Licht ausgeht, ist selbst hier drin dunkel, ne? Ich bringe jetzt meine Rüstung weg. In mein Zuhause. Und dann verkaufe ich den ganzen Mist, den ich gemanagt habe. Und wenn ich damit fertig bin, dann muss ich mal gucken, dass ich nach Rifton komme. Oder sollte ich die dunkle Bruderschaft anfangen? Oh, guck mal, wie schön, ne? Nee, der Mond. Nee, das ist ein neuer. Ich spiele eine Magierreihe. Also ich versuche wirklich nur mit einem Magier durchzukommen. Also ohne Waffeneinsatz, nur mit Zauberei. Ja, ist ja auch gelungen, Timmy. Bist ein feiner Kerl, weiß ich ja. Ei, nimm's nicht so tragisch. Ne, ich versuche also wirklich nur als Magier durchzukommen. Das ist das, die zweite Runde. Die erste Folge hat nur knapp 170 gedauert. Aber da habe ich ohne Mods gespielt, weil ich jetzt schon wieder nicht weiß, wo ich meine Kultistenmaske hingetan habe. Weil ich einfach... Hallo? Ach, da neben den... Hier ist sie. Okay. Weil ich ja erst alle Trophys haben wollte. Und das geht ja nicht, wenn du Mods hast, dann zählt der die ja nicht. Also dann geht das nur ohne. Also ist das die zweite Runde quasi mit der Sonderaufgabenstellung. Gib ihm, mach nur mit Magier. Oh, guck mal, der ist weg. Ich kann zaubern. So, und damit ist unser Kultist fertig. Guck, haben wir schon unsere erste schöne Rüstung hier stehen. Cool, ne? So, habe ich noch irgendwelche Waffen, die es lohnt, sich aufzubewahren, so als Deko?
Irgendwas Besonderes? Nordmannschild der Kälte. Das können wir entzaubern. Eisenkriegkessel können wir auch entzaubern. Mit sengender Hitze gibt es genug Dinger. Können wir zaubern, entzaubern lernen mit. Das ist alles Schrott. Was ist das? Ne, alles Schrott. Bekleidung haben wir nichts mehr, was sich lohnt aufzubewahren. Ja, kannst du haben. Zack, weg ist er. Zaubertränke haben wir noch genug. Schriftrollen, weißt du, die vergesse ich immer zu. Uah, habe ich mich schon wieder erschrocken, ne? Gut, dann gehen wir jetzt nach Witzelofe. Mal gucken, ob die Luftwurzeln von meinem Baum noch in Ordnung sind. Ja. Ja. Danke, weiß ich, habe ich, bin dabei. Verzauberung und Doppelzauber legen muss man können. Das habe ich auch schon rausgekriegt. Damit man die leichte Rüstung mit zwei Zaubern belegen kann. Sollte man das schon machen. Aber wie gesagt, ich bin ja noch ziemlich schwach auf der Brust hier mit meinem Mannequin. Aber das wird schon. Denke ich. Deshalb will ich ja jetzt die Waffen auch entzaubern, damit ich da schneller mit hochlevel. Ne? Guck mal, ich bin erst Stufe 8. Ich habe aber nichts genommen, was also womit an Mods, womit man schneller leveln kann oder so. Das Einzige, was ich installiert hatte, war hier dieser Zauberdings, aber die sind alle auf Englisch und finde ich auch blöd. Da gibt es so viele unterschiedliche Zauber, komme ich völlig durcheinander. Ist nichts für Vater und Sohn. Bleib bei den herkömmlichen und dann guck ich mal, was raus wird. Wie gesagt, ich versuche das ohne viel Tamtam zu machen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Juhu! Guck mal, ich sehe doch richtig fit aus. Ich brauche auf jeden Fall noch einen anderen Helm. Na guck, das wollte ich erreichen damit. Big Point 15%. Okay, Julia. Na gut, den lasse ich mir noch. Hey, ich hab's mal wieder geschafft, Leute. Was kann ich denn noch verzaubern hier? Habe ich denn überhaupt noch was zum Verzaubern? Ich muss auf jeden Fall Illusion. Die Regeneration muss verstärkt werden. Ich muss schneller wieder Dings kriegen. Da könnte ich erstmal meinen Helm mit, solange ich den trage, könnte ich meinen Helm ausrüsten. Okay. Verzauberungstränke? Achso, für, okay. Ach, siehst du, gut, dass du das sagst. Also nicht mit dem, also ich, den Verzauberungstrank, um bessere Verzauberung zu machen, das müsste ich mir auch noch merken.
ist es egal. Ich will es einfach nur lernen. Die verkaufe ich sowieso wieder. Aber ich bin ehrlich, ich bin kein Freund von Glitches und sowas. Also, das mache ich nicht. Also, auch so dieses mit den Mods, mit den schnellen. Du kannst ja hier Mods installieren, da bist du ja direkt auf Level, was weiß ich wo. Oder links, also wenn es so ein normaler Trick ist, so wenn du sagst so Weizen und Riesenzeh und sowas, das ergibt einen starken Trank oder da kannst du schneller mit leveln. Das ist ja für mich noch in Ordnung, aber... Aber ich merke schon, du hast auch Ahnung von Skyrim. Du kennst die Ausdrücke Mirakelbarsch, Abig. Ich wüsste nicht mal, wo ich den Vogel herkriege. Den Fisch meine ich. Barsch müsste Fisch sein, ne? So, nichtsdestotrotz sage ich danke für den Tipp. Und wir haben mal wieder Nacht. Es ist immer Nacht, Senorita. Jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich ein Future. Da stand Glitch. Also muss ich Salz und den Barsch mir besorgen. Okay. Merke ich mir. Hey, hoffe ich. Ich versuche mir das mal zu merken. So. Liebe Freunde, so ist das. Jetzt muss ich, jetzt, was hatte ich denn jetzt für einen Auftrag? Ich musste... Achso, ich könnte, hätte schon wieder mit den Gefährten reden können, ne? Ach, ich bin doch schon in der Stadt, aber es ist sowieso dunkel. Also von daher, jetzt hat er sich aufgebamselt, oder? Ich sehe nur noch Rauch. Ne, da ist er wieder. Na, wunderbar. Ich guck mal eben auf meinen Auftragszettel, was zu tun ist. Hi AP, grüß dich, Crazy. Ja, und doch wiedererkannt. Ne, das war der Aventino. Lass dir von Aurelas hören, sprich mit dem Anführer der Gefährten, besuche den Schrein von Azura, finde... Wo ist das denn? Ist auch nicht so weit weg. Ja, dann gehen wir mal zu Redorans Zuflucht. Das liegt auf dem Weg zu... erstmal kann ich zu Hause wieder vorbei. Was ist passiert? Okay, zu viele Zeichen oder was? Ja, kann schon mal passieren, meine Güte. Das ist aber auch wieder kleinig, ne? Ja, da bin ich auch stolz drauf, auf die Jungs. Wow. 2500%. Okay, ich merke mir auf jeden Fall definitiv. Stimmt ja so nicht. Nee, das ist schon toll. Also ich bin auch richtig begeistert davon. Das ist ja auch nicht nur hier, das ist ja auch mit Discord und so. Da helfen die mir so gut. Weil ich kann natürlich, bin natürlich nicht der... Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit. Okay.
Ob ich mal wagen könnte, jetzt ein Dings anzugreifen, so ein Riesen? Das sind aber gleich zwei da unten, ne? Und die Mammuts? Nee, das wird nichts. Mit meiner Stufe 8 wird das noch nichts. Ich werde die jetzt mal ganz gekonnt umgehen. Ach, guck mal, da ist so ein Sing-Sang-Ding. Wie heißen die Dinger nochmal? Nirnwurz. So hießen die, Sing-Sang. Ich nenne die Sing-Sang-Pflanze. Muss sowieso, ich habe jetzt schon mittlerweile so viele Sachen gesammelt, dass ich auch mal meine Alchemie nach oben treiben muss. Welchen Stream geguckt? Ne, habe ich nicht. Warum sollte ich Montes Stream gucken? Worüber? Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Ich meine, da gibt es ja nur mehrere. Ihr macht ja nur nicht nur einen, ne? Außen bringt das ja nicht viel mit dem Kerzenscheinlicht hier, ne? Wir sind angekommen. Ich muss schon wieder in der Höhle rein. Meine ganzen Sachen gar nicht los, ne? Ach doch, ich habe ja ziemlich viel abgeladen. Okay. Wollen wir mal hoffen, dass wir die finden nachher. Mein Schatz. Braucht das alles zum Brauen nachher, das ist egal. Solange das hier noch tragbar ist. Solange das noch tragbar ist, ist auch cool. Oh,
gut geröchelt. Könnte diesmal ja auch mein Kopf bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Nee, der ist doch noch so schwer. Guck mal, der wiegt 35. Ist auch nichts wert für das Gewicht, ne? Lass ich drin. Dann nehme ich doch lieber so ein. Irgendeiner hat doch schon wieder. Ach. Jetzt ist mein Patriarch gestorben. Da hinten, ne? Ist dir das schon mal aufgefallen? Lassen wir die Spielchen. Ist das alles, was ihr könnt? Reicht dir das nicht? Das ist cool, mein Brutzler. Eigentlich Werbung, wenn ich sage, das ist mein Brutzler. Schon, mach dir keine Sorgen. Ist das, was ihr wollt? Genau das. Genug. Wunderbar. Mal gucken, wie gut die gegrillt wurde. Ah, wieder was zum Entzaubern, das ist gut. Oh, mein Motor ist ausgegangen. Warum das denn? Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Ich sehe gerade nichts, weil sich mein PC gerade runtergefahren hat. Also nicht wundern. Bin ich schon so lange dabei? Verdorre ich noch eins. So, was wollte ich denn jetzt hier gemacht haben? Ich hoffe mal, dass ich das alles so wieder herstelle. Aber ist klar. Gerade mal kurz
kurz blind hier. Also so rein technisch gesehen. Blind bin ich ja immer ein bisschen, aber... Ja, ist auch nicht verwunderlich, ne? Da schließt sich halt der Mehrheit an. Oh, da ist ein Buch. Schleichen verbessert auf Dings da. Okay, das ist ja cool. Langsam jetzt ja hier mit uns, ne? Leichte Lederrüstung könnte man auch zum... kann man auch verzaubern, ne? Obwohl, wir haben ja an sich nur Magierroben. Da ist die Schatzkarte. Gut. Irgendwo, wo eine Mühle ist, ein Berg hochklettern und da oben ist ein Schatz. Super Idee. Was ist das? Ist das Winterhelm und das ist die Mühle und dann den Berg da hochklettern? Meinen die die Mühle? Ja, da ist so ein Pferdedings, so ein Pferdestall, die Mühle. Die Stadt, die Siedlung, ja, dann wird das da sein. Und dann so ein Halbkreis drehen. Umblättern. Wieso umblättern? Was gibt es denn da umzublättern? Soll ich die jetzt noch mitnehmen? Noch kann ich ja ein bisschen Gewicht schleppen, das ist ja noch nicht so tragisch. Noch verkaufen. So, so wie es aussieht, haben wir das Problem hier auch gelöst, ne? Ja, ich weiß. Mhm. Ja, er sagt da irgendwie so ein Berg klettern, hat er mir da gezeigt eben. Schnell gucken, ob ich hier noch was vergessen habe. Ne, hier war ich auch, ne? Ah ja, da war dieses Stahlfetten, Dings da, Bums da, Panzergedönse drin. Den hatte ich auch schon geplündert. Iron Sword. Aber ich kann noch ein bisschen was mitnehmen. Ich bin ja nicht ganz weit weg von zu Hause, oder? Der arme Hund, tut mir jetzt noch leid. Ich wollte dem gar nicht wehtun. Hätte der mich nicht angegriffen? Aha, da sind sie wieder, meine Mammuts. Da ist noch so ein Türmchen, da war ich auch noch nicht. Was ist das denn? Den mache ich jetzt erstmal eben kartenmäßig frei. Also, dass man den sieht. Halt, irgendwo wurstet hier wieder. Steht einer, der sieht mich. Da sind wieder Banditen. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Graumoor. Festung Graumoor. Okay, da behalte ich jetzt aber auch die Festung hier drauf. Da will ich jetzt erstmal nichts tun. Ich will jetzt erstmal nach Hause mir das Schwert abliefern. Und den Rest verkaufen, den ich da habe, entzaubern wieder.
Hört sich nach einem Plan an. Kann nicht sein. Kann nicht von mir sein. Ja, Junge, das stimmt. Allerdings, den mag ich wirklich nicht. Ach, das war hier dieses Riesenlager. Die müssten jetzt ja unterwegs sein, oder? Dann kann ich das auch schon mal freischalten hier. Ne, die sind immer noch da. Schon wieder weg. Lasst euch in Ruhe, macht euch keine Sorgen. Bin noch zu schwach für euch. Aber warum schlagen die ihr Lager genau vor meiner Hütte auf? Was soll denn das? Das ist Hoheitsgebiet hier von mir. Unfassbar. Irgendwie merkwürdige Texturen hier auf diesem Lehm, oder? Meine ich dann nur. Klar, du lügst mich wieder an. Al-Kajit oder wie die Dinger hier heißen, die sind auch nicht da, oder? Ah, das ist so. Ich kann es ja nicht ändern, was will ich machen, ne? Könnte schon wieder upleveln, ne? Level up habe ich schon wieder, ne? Aber da warte ich lieber bis zur nächsten, wie heißt das? Kritischen Situation, wo ich wieder kurz vorm Tod bin. So, jetzt kann ich der erstmal meinen Sick wieder hier verkaufen. Willkommen in der Kriegsjugend. Werft einen Blick darauf. Erstmal verkaufen. Alle verkaufen. Ne, den will ich entzaubern. Auch verkaufen. Den will ich auch entzaubern. Kann ich auch verkaufen. Ah, der war so schwer, genau. Also ich muss, glaube ich, doch schmieden, damit ich meine Rüstung stärker kriege. Also die muss ich doch verbessern. Da komme ich wohl, glaube ich, nicht drum rum, ne? Oder? Was sagst du? Die wollte ich gucken, ob ich die verzaubert kriege. Die kann ich weglegen? Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ich weiß, ich weiß. Irgendwie kriege ich keine bessere Rüstung zurzeit. Bitte eine Münze für einen armen Alten. Nein, ich habe keine Zeit. Ich hätte ja auch in meiner Hütte den benutzen können. Da muss ich nicht immer hier hochlaufen. Ne? Aber ich will mal gucken, ob der noch Seelensteine für mich hat. Der durch die Bude macht hier so eine Hektik, wa? Hallo Freund Waldmann, komm her. Besucht ihr die Drachenfest?
Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Ja, ja, das sagst du so. Kauf ich. Kauf ich ja. Ich verkaufe dem jetzt erstmal meine Schriftrollen, die ich so gefunden habe, weil die brauche ich sowieso nie. Fertig aus. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Oh ne, die kann ich, die habe ich schon gelernt, die Zauber. Okay, dann kann ich die beiden Schwerter ja doch locker verkaufen, wa? Cool. Ich glaube, den kann ich sogar, den Feuchtzaubermagie. Was ist das? Illusion, ne? Feucht, den habe ich. Guck. 131 Magie. Wenn das der ist. Ich glaube, das ist der, ne? Können wir mal gucken, wie weit sind wir denn mit Magie? Ich habe 130 Magie. Ich könnte jetzt noch... Ich habe noch sogar zwei Stufen zu verbessern. Eine kann ich ja machen hier. Zack, 140. So. Ah ne, Talente habe ich zu verbessern. Talente habe ich zu verbessern. Dreimal. Und zwar muss ich auf jeden Fall Verzauberung verbessern und ich muss... leichte Rüstung muss verbessert werden. Damit ich ein bisschen mehr. Damit ich ein bisschen geschützter bin. Also das wäre jetzt eine Maßnahme. Da muss ich auf. Dann muss ich auf jeden Fall Dings weiter leveln. Zerstörung und Verzauberung. Verzauberung. Aber ich kann noch mehr machen, ne? Verzauberung. Ja, wir machen auf jeden Fall einen in die Verzauberung. Oh Mann, ey, da wollte ich nicht hin. So, dann machen wir auf jeden Fall in die Zerstörungswut. Wo war das denn? Das ist immer das Blaue, ne? Illusion. Beschwörung mache ich erst später. Aber der ist erstmal wichtiger hier, das Destruction-Zeug. 35, was haben wir denn? Zerstörung, Lehrling. Blitzzauber, Frost will ich nicht. Verstärktes Feuer. Feuerzauber bewirken 25% mehr Schaden. Ich glaube, der ist wichtig, ne? Nee, ich mache es eben nicht so diesmal, Joe. Ich versuche mir wirklich zu merken, was ich machen will. Doppelter Zerstörungszauber, Zerstörung, da kann ich nichts machen. Und mit Feuer arbeite ich immer, also nehme ich Feuer. So, und wenn ich jetzt... Und kann ich jetzt da nicht noch einen machen? Frost will ich nicht. Frost habe ich im Moment nicht. Erfordert 60. Okay, alles klar. So, und leichte Rüstung brauche ich. Leichte Rüstung brauche ich, weil ich keine schwere Rüstung nehme. Ich nehme nur leichte Rüstung. Und da ich ja sowieso empfindlich bin...
Oder lieber Beschwörung, damit mein Beschwörungsmacker da, weil ich ja auch... Hälfte der Magiker brauche ich jetzt erstmal nicht. Beschwörung mache ich erstmal noch nicht so dolle. Illusion brauche ich nicht. Das geht alles automatisch. Wiederherstellen brauche ich auch nicht. Veränderung brauche ich auch nicht. Verzauberung? Habe ich doch eben gelevelt, oder nicht? Was ist denn das jetzt? Was habe ich denn eben gelevelt? Habe ich da wieder nicht aufgepasst oder was? Veränderung? Doch, Verzauberung habe ich doch gemacht oder nicht? Achso, geht nicht, weil ich erforderlich 40 habe. Seelensteine enthalten zusätzliche Magika beim Aufladen. Was heißt das? Verstehe ich nicht. Enthalten zusätzliche Magika zum Aufladen. Also werden die Seelensteine besser oder was? Oder wenn man die so volllädt mit irgendeinem Gedönse. Seelenfanger, Fänger oder sowas. Meinen die das damit? Ja, ich werde auf jeden Fall... Ah, so. Okay. Danke. Also, ich hätte jetzt noch zur Auswahl die Beschwörung, die benutze ich ja jetzt auch öfter. Oder ich hätte jetzt leichte Rüstung noch. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay, danke. Okay, ich mach's trotzdem. Ich nehme leichte Rüstung. Ein bisschen auf die leichte Rüstung. So, meine lieben Freunde. Jetzt habe ich gesagt, könnte ich erstmal meine das Schwert wegbringen, ne? Wo ist der Typ denn? Da unten. Aha. Du entkommst mir nicht. Habt ihr euch schon als Söldner? Ihr habt es gefunden? Ja. Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Danke. Nee, mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Nun gut. Okay. Ich brauche keine Waffen. Kein Waffentraining. Ich brauche Magi-Training. So, Waffe noch verkaufen hier bei Alfred E. Neumann. Verkaufen wir die jetzt? Ah, Isolda, oder? Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch... Oh, etwas hiervon, etwas davon. So, gucken wir mal, was der so noch hat. Den nehmen wir immer mit. Hab ich doch gar nicht. Ich habe keine Kriegerfertigkeiten gelevelt. Ach so. Ja, okay. Aber da konnte ich mich ja nun nicht gegen wehren. Tut mir echt leid, aber... Oh, guck mal hier. Der sieht auch cool aus, ne? Ich finde, irgendwie sieht das alles ein bisschen besser aus als vorher. Komme ich an diesen Hut, verdammt nochmal. Ich
weiß noch nicht, was ich mit dieser Lederrüstung machen soll. Ach, die muss ich hier alle nochmal verzaubern, damit ich ein bisschen das noch lerne. Und dann verkaufe ich die erst. Und da muss ich mich ganz, ganz doll mit noch beschäftigen. Guck mal, was ich alles an Essen mit mir rumschleppe. Ne? Das kann ich auch alles vertickern im Prinzip. Weg damit. Brauche ich alles nicht. Halt, stopp, so weit wollte ich gar nicht. Die Bücher kommen in meinen Laden. Was ist denn jetzt schon wieder falsch, Jo? Weg, ja. Dagegen konnte ich mich ja nun wirklich nicht wehren. Gegen den sein Gedönse. Ja, ich verkaufe die auch. Die ist mir zu schwer. Die finde ich nicht gut. Dann habe ich den Auftrag aber nicht erfüllt. Also, man kann das auch wirklich jetzt übertreiben. Also echt. Seit wann hast du hier dein eigenes Amulett drin, Julian? Amulett of Julianos. Jetzt mache ich mir Sorgen. Wenn da jetzt noch ein Taxi abgebildet wäre, ein Taxischild, dann hätte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Klar, dafür hätte ich aber wissen müssen, dass er das levelt. Und da ich das Spiel nicht studiert habe, nochmal, kann ich damit nicht rechnen. So, Freunde der Nacht. Das sieht doch alles ganz wunderbar aus, was wir hier machen. Ja, das ist reiner Zufall. Hätten ja auch 20 sein können, du Geizknochen. Ein Kurier. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ein Brief vom Jarl? A letter from. So. The name is Sina and I have been in the yard of the threat of running in the city of Falkrad. Okay. Same effects as the crossline has been to my attention. I'm interested to become a tamer for you. And I want to speak to me the next time you are in Falkrad. Send from the home. Okay. Der will mich also treffen. Wenn ich also das nächste Mal da bin, weiß ich wenigstens, um welche Stadt ich einen großen Bogen machen muss. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? 130 speichern wir jetzt mal. So, liebe Freunde, jetzt sind wir echt 4 Stunden dabei. Er ist echt der Hammer.
Ich mache jetzt eine Pause. Circa. Ich schätze mal ein Stündchen. Und dann machen wir gleich anschließend mit der nächsten Folge weiter, weil ich habe heute Lust auf Skyrim-Nacht. Ich mache heute eine Skyrim-Nacht. Aber jetzt auf jeden Fall erstmal definitiv ein Stündchen noch Pause und dann gucken wir weiter. Ich sage erstmal allen, die zugeguckt haben und geholfen haben, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Nö. Freut mich immer sehr. Dann macht es doppelt so viel Spaß. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares habe. Kaum willst du dich mal anständig unterhalten, betteln die dich an, ne? So. Gibt dir noch nicht mal Zeit, ihm was zu geben. Der haut gleich wieder ab. Er kennt mich. Ja, ich bedanke mich. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Mitleid, mein Herr, und gebt mir wo bist du denn jetzt schon wieder? Hab Mitleid. Wo ist er denn hin? Du bist das doch nicht, oder? Nee, du bist doch der Kurier. Also manchmal ist das mit der Sprache doch recht merkwürdig. Der ist doch schon da oben, der Typ. Okay, nichtsdestotrotz, vielen Dank, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Wink.